zweiten Mal Street Food Festival in Solothurn. Gehen wir doch mal schauen, was es so gibt. Erwin, ihr seid von der Kaiserschmarr One. Genau. Wie seid ihr zu diesem Namen gekommen? Kaiserschmarrn.one ist der Name gekommen. Der Produkt als solches, Kaiserschmarrn, ist einzigartig und eine neue Endung im Internet ist .one, Kaiserschmarrn.one. Ah. Das Produkt. Ne? Kaiserschmarrn, es ist ein Teig aus Eier, Mehl, ähnlich wie Pancakes, ja, aber mehr kaiserschmarriger. Magst du probieren? Ja, mal geil. Also Kaiserschmarrn, ein Teig, ne? Okay. Frisch gemachter zwetschgeröster Pflaumen. Dazu Rosinen in Rum eingelegt. Und wie im Winter in den Bergen, ne, schneit es. Ach, schön. Ja? Es ist eine Mischung aus sauer und ein wenig ein Rumgeschmack. Hallo Sydney, was ist Cidersteak? Das ist unser eigenes Rezept. Das haben wir in Berlin vor 3 Jahren entwickelt. Dort hat Streetfood angefangen. Oh, okay, also von der Street Food Berlin in Solothurn. Was ist ganz Besonderes? Den Gar-Method. Unser Steak wird für einen Tag in Cidre, Apfelschaumwein aus Frankreich, eingelegt. Dadurch wird es satt und dann vakuumieren es, braten und dann im warmes Wasserbad garen für 11 Stunden. Wow. Also es ist sehr, sehr satt. Wir haben eine ganz grosse, lange Schlange gesehen vor euch und jetzt wollten wir fragen, was ist so speziell an euren Chips? Unsere Chips werden frisch gemacht. Sie werden dort hinten geschält mit der Schälmaschine, mit Bohrmaschine. Und dann kommen sie hier hinten in die Fritteuse, etwa 2-3 Minuten und dann hier zum Verkauf. Wir haben verschiedene Salze, Kräuter, Knoblauch, Paprika, alles zur Auswahl, wo die Leute sich auswählen können. Speziell ist es, dass sie ganz frisch gemacht sind. Cindy, kannst du mir erklären, von wo ihr seid oder was ihr genau macht? Ja, also ich muss mal sagen, der Stand gehört meinem Bruder. Mhm. Und wir sind von Argentinien ursprünglich und das ist eine argentinische Spezialität, Empanadas. Das sind so Teigtaschen gefüllt mit Fleisch und mit Spinat oder mit dem, was man möchte. Ja. Bietet ihr auch etwas anderes als jetzt Empanadas an? Früher haben wir, aber jetzt nicht mehr. Also wir haben uns wirklich nur noch auf das festgelegt. Also wird das auch recht gerne bestellt und gemacht? Ja, ich denke, es ist so von der Größe her, gerade für ein Streetfood, ist es super, weil es geht ja darum, dass alle etwas bei allem probieren. Und sie haben wirklich eine gute Größe und sind auch sehr fein, sind hausgemacht, jede einzelne von Hand und daher, ich denke schon. Wir haben etwa 10 Stände mehr auf dem Platz als letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir etwa ein bisschen um die 30, heute haben wir 43. Wir haben eine neue Standkategorie, die wir dieses Jahr im Angebot haben. Das sind Mini-Stände. Das sind Stände, die halb so gross sind als andere. Das haben wir so ein bisschen eingeführt, dass wir noch ein bisschen mehr Stände auf dem Platz haben und noch ein bisschen mehr Vielfalt haben auf dem Platz. Und habt ihr auch jetzt zum Beispiel als Stand müssen absagen? Wir hatten dieses Jahr etwa knapp 150 Anmeldungen und von diesen 150 haben wir die 43 ausgewählt. Also wir mussten ein bisschen über 100 müssen absagen. Genau. Also hier sehen wir einen grossen Stand, Rot Foodpack. Schauen wir mal, was es hier gibt. Schon von außen haben wir es gesehen. Sieht ganz interessant aus. Was sind eure Spezialitäten? Was gibt es hier? Bei uns gibt es vor allem Lebensmittel ohne E-Stoffe und ohne Zusatzstoffe.
Wir legen eigentlich Wert auf sehr gesunden Food, sage ich mal, gesunden Fast Food, etwas, was schnell geht. Darum die kleinen Menüs. Genau. Und was sind da so gefragte Sachen? Also das gefragteste bei uns ist eigentlich der Special Combo, wo du Süssherdöpfelsticks hast, plus die Chicken Flakes und den Corn Dog. Und den Corn Dog haben wir zuerst eigentlich gar nicht mitnehmen und haben gemerkt, mal, der bringt, der hat einen grossen Anklang. Also wir sind froh, haben wir ihn jetzt mitgenommen. Was ist das genau? Also Corn Dogs sind so Bulli-Wienerli, die wir in einem Fünfkornteig einbetten. Dann Chicken Flakes, das sind Bulli-Brösti, die wir in den Zähnen zuschneiden und im Cornflakes einbetten. Und Süssherdöpfelsticks tun wir mit einem so einem Sesammantel ummanteln. Was gibt es für Neuigkeiten im Vergleich vom letzten Jahr? Ja, wir haben viel, viel mehr Material hergeschleppt, wir haben dekomässig etwas mehr gemacht, wir haben die Kinderecke vergrössert, wir haben mehr Sitzplätze, vor allem an Aar entlang. Also wir haben schon probiert, so überall noch etwas zu schrübeln und noch etwas mehr rauszuholen. Und haben auch ein paar mehr schlaflose Nächte das verbracht im Voraus. Also wir sind hier beim Frozen Joghurt. Mit was kann man das alles haben? Also die verschiedenen Toppings. Einerseits haben wir selber gemachte Kompotte. Zum Beispiel Zitronen-Zugetti-Kompotte. Oder Gewürzöpfel. Oder Hansli-Birre. Oder Vanille. Ja, genau. Und das ist, zum Beispiel Hansli-Birre ist auch speziell, weil das von unserem, also vom Hof ist, vom Jolimont. Genau. Also, bei so vielen Besuchern sollte man doch mal die fragen, wie sie es nämlich gefunden haben und was sie alles schon probiert haben. Also, kommen wir mal mit, gehen wir mal ein bisschen erkundigen. Was habt ihr schon ausprobiert oder was habt ihr jetzt gerade gegessen? Das geht, was haben wir alles schon gehabt? Hamburger, Lachs. Ochs. Ochs, Ochs ist super gewesen. Ja. Unbedingt probieren, da vorne gerade. Lachs. Was haben wir gehabt? Wir haben angefangen mit dem Ochs am Spiess. Dann bin ich hier zum Holländer übergegangen, habe eine frische Bonfrit mit Meatballs, also Balls, die gefüllt sind mit Hackfleisch. Dann hat er gefragt Lachs gehabt, Flammenlachs. Und dann haben wir hier noch einen Hamburger geholt. So einen Bauburger, ja. Also so einen asiatischen? Ja, genau. Ja, ich habe eigentlich auch nur den Burger, den Pommes beim Dutschi, den wir jetzt sehen. Und die jamaikanische Dash habe ich noch probiert. Ja. Gut. Was soll ich sagen? Speziell. Ich hatte Paleada von Honduras davor, die jamaikanische Patty, der Pulled Pork Burger vom Weltmeister, scheint's. Weiss nicht. Er hat mir kein Zertifikat gezeigt. Weiss nicht, ob er Weltmeister. Und was hatte ich noch? Davor hatte ich noch Thailändisch, genau. Dani, das Jahr das grosse Highlight ist ja eigentlich, also das, was dort jetzt am Hängen ist, der Ochs. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen? Ja, ich glaube, das ist am letztjährigen Streetfood Festival in einer übermütigen Situation entstanden, als ich mit dem Bus hier am Gelände gefahren bin und OK zugemerkt habe, ja, nächstes Jahr mache ich diesen Ochs. Und das hat mir irgendwie so ein bisschen die Pflicht reingenommen und wegen dem habe ich es nicht gemacht. Und wie lange steht das schon im Feuer? Seit gestern um 5 Uhr. Ja. Also Freitag um 5 Uhr, ja. Ja. Und was muss man alles beachten, um so eine grosse Nacht zu grillieren? Ja, es ist vor allem einerseits ist es mal logistische Herausforderung. Oder? Man braucht den Grill, man braucht einfach das ganze Personal. Alles Tier muss irgendwie von einer guten Quelle kommen. Wir konnten auch mit der Metzgerei schon einen guten Deal können machen. Das ist eigentlich auch von einem Bauernhof aus Elzach. Geschlachtet nachher 240 Kilo und es ist echt wichtig, dass man ja, ein bisschen schaut, wo hat man welche Temperaturen und sich Zeit nimmt und das Ganze immer beobachtet. Also, es ist schon, ich habe es auch noch nie gemacht, das ist für mich auch eine neue Herausforderung, aber bis jetzt ist es gut gekommen. Ja.
Also wir sind 8 Leute im OK und wir haben dort verschiedene Ressorts, die wir aufgeteilt haben. Und jeder hat so seine Aufgaben. Das geht von Strom zu Bar, über Musik bis eben zu den Ständen. Ja. Ja, die Herausforderung ist, so klein, dass wir das letzte Mal so als Bieridee angefangen haben. Das ganze Fest ist recht gross geworden. Alle von uns arbeiten natürlich durch den Tag. Wir sind dann am Abend irgendwann nach dem Arbeiten noch probieren, hier Gas zu geben dafür. Und das hat halt schon dazu geführt, dass halt eben alle ein bisschen fast klein übermenschlich sein müssen leisten in unserem grossen Helferteam. Aber es ist cool, es hat auch Spass gemacht. Und vielleicht sind unsere Augen ein bisschen müde, aber das, was wir hier hergestellt haben, das macht wirklich Freude für alle. Und die Feedback sind bis jetzt gut, darum sind wir sehr zufrieden. Ich bin nicht Tamil-Sauberinge gedeckt. Also es gibt Tamilisch hier zu essen und ich bin natürlich von Sri Lanka, auch eine Tamilin. Was gibt es hier für Spezialitäten? Reis und Pulevleisch mit Bohnen und verschiedene Gemüse und Kotoroti. Kotoroti ist Spezialist unserer Tamilische. Also ich liebe Kotoroti. Das ist so ein Fladenbrot mit Fleisch gemixt, also super cool. Habt ihr die Schärfe angepasst für unsere Besucher oder habt ihr es so scharf gemacht, wie es bei uns geht? Ich will gerne ein Gramm. Schweizerland ist weniger essen Fleisch, oder? Scharf, oder? Ja, genau. Also sie haben es angepasst, also könnt ihr auch wirklich ungeniert essen. Es ist nicht so scharf wie bei uns. Das ist so, wir haben schon letztes Jahr eine Bühne gehabt und das ist auch wieder uns wichtig, dass das halt so ein geselliges Beisammensein ist, wo nicht nur einfach irgendwie Konservenmusik im Hintergrund läuft, sondern wo wirklich Künstler auf der Bühne stehen. Und weil wir so viele verschiedene Esskulturen hier haben, ist es halt auch cool, wenn man sonst musikalisch so ein bisschen, eben man hört jetzt im Hintergrund, das ist jetzt ein Didgeridoo-Spieler zusammen mit einem Djembe-Spieler, wo sie spontan hier drauf haben und gefunden haben, wir machen jetzt einen Jam zusammen. Und so entstehen natürlich viele, die gar nicht so geplant waren, aber die cool ist für die Leute. So, jetzt sind wir hier bei dem Panda. Die waren auch noch schon letztes Jahr hier gewesen. Aber dort ganz hinten sehen wir nämlich asiatische Burger. Mal schauen, was das so ist. Asiatische Burger. So, mein asiatischer Burger, was ist speziell dran? Ja, wie du vom Namen eigentlich schon gehört hast, das beinhaltet das Wort asiatisch und Burgers. Das heisst, es ist kein herkömmliches Produkt, sondern es ist eigentlich ein neues Produkt, wo wir eigentlich aus der Wirte ein bisschen vom alten Generation plus der neuen Generation gemixt hat. Natürlich asiatisch, weil das natürlich so wie ihr hier seht, mit den gedämpften Brötchen. Das ist Bao, das ist vom Chinesischen her, da wird in den Dampfkorb durchdämpft und das ist so typisch chinesisch. Und dann wird das anstatt gefüllt, so mit Essiggurken, Tomaten, Käse und so, wird sie mit frischen Zutaten gemixt, nämlich eingelegte Rüebli, typisch vietnamesischer Art, so die asiatischen Zutaten, Sojasprosse und dann das süß-salzige mit dem süßen Mango und dann mit dem Pfeffermünz, weil wir arbeiten sehr viel mit frischen Kräutern. Und dann nehmen wir noch ein bisschen vom Europäischen her, so ein bisschen der Mango-Mayonnaise und der Schweizer Qualität mit dem Schweizer Rindfleisch und das Ganze gibt es den asiatischen Burger, den Bauburger. Und wie findest du die Stimmung oder wie findest du es? Ja, relativ relaxed. Aber ich sehe, wir sind wirklich erst gekommen. Also von dem gesehen, ich kann noch nicht gross etwas zusagen. Ja, aber es hat viele Leute und es fängt dann mal. Super! Super! Ich finde die Abwechslung sensationell hier. Super! Ich bin das erste Mal hier. Also ich komme zwar auf Wegekingen und arbeite im Thurgau und bin jetzt zufällig heute baden an Taren und bin das erste Mal hier heute. Wirklich super, fein, gut. Und bei der Auswahl der Stände war es schwierig. Wir hatten die Anmeldungen gehabt. Und dann müssen wir herauslesen, was wollen wir. Welche nehmen wir, welche nicht mehr. Wir haben etwa 50% von denen von letzter Jahr beibehalten und 50% neue. Und dann ist es immer noch schwierig, wenn du die Anmeldung vorher hast, kannst du dir zum Teil nicht so viel darüber vorstellen, was die genau was die anbieten und so. Man sieht zwar Fotos, aber man hat den Stand selber noch nie gesehen. Und dann ist es dann immer noch recht Überraschung, wenn du zwar die Anmeldung vorher hast, aber wenn du da bist und dann siehst, was sie wirklich anbieten und was für Leute dahinter stecken. Seid ihr zum ersten Mal hier in Solothurn? In Solothurn sind wir das erste Mal, ja. Es haben uns verschiedene Kollegen vom Streetfood aus der Streetfood-Szene gesagt, es sei super gewesen letztes Jahr. Da haben wir gefunden, ja, dann müssen wir auch hier.
Weil es muss passen. Nicht nur einfach der Verkauf sein, sondern es muss passen. Also Raclette gibt es hier super fein. Es schmeckt schon sehr fein. Ist es auch bei dieser Hitze, kommt es gut an? Ja, Raclette ist der Schweiz das ganze Jahr. Und dann kommen Touristen, die das ganze Jahr gerne haben, Raclette. Und sich erklären lassen und nachher mal im Winter mehr. Pusche oder Pausche, wie tut man das aussprechen? Pusche, das ist bulgarisch und es ist Familientradition aus Bulgarien. Also die Hälfte der Familie ist aus Zürich und die andere Hälfte aus Bulgarien. Aber Pusche steht für Familientradition, zusammen sein, ja. Und etwas Feines essen, oder? So. Und wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen? Also Strudel, das ist eine Familientradition bei uns, von meiner Mutterseite. Und alle Grossmutter haben Strudel gemacht und wir sind mit dem aufgewachsen. Und das kennen wir und das machen wir. So. Was sind eure Spezialitäten? So? Ja, wir haben Apfel-Schokotrüf, dann haben wir Apfel-Zimt, dann haben wir Mohn mit Quark, das sind Waldbeere, Zwetschgen und wir haben auch Aprikosen. Und das kommt alles so mit hausgemachter Vanillecreme. Alles ist handgemacht, also ja. Ganz viel Arbeit.